Bei mir laden, ich muss das Spiel nachladen. Arme Irre. Kommen Sie mit? Auf meine neue Waffe. Von Hecke. Von Hecke und Koch? Ja, ich habe jetzt einen Raketenwerfer von Hecke und eine andere Waffe von Hecke. Kommen wir nicht hoch. Ich habe ein. Ja, ich habe auch eine von Hacke. Hecke. Hecke. Hacke. Hecke. Hacke. Hacke. Hacke dicht. Ja Leute, wir müssen ein bisschen im Voraus produzieren. Ja, weil ich ja gut fast einen Monat nicht kann. Ganzen Monat? Das schaffen wir glaube ich nicht in drei Sessions. Ja, kann ja mal sein, dass ich mal irgendwo dann doch mal so ein Links, Tag hab, links. So ein Tag hab, wo ich mal vielleicht könnte. Kommt immer drauf an, wie es bei mir aussieht. Wenn wir zum Beispiel, Ahnung, Decke neu tapezieren und Wände neu ziehen, dann werde ich es ja wahrscheinlich nicht aufnehmen können. Ich weiß das nicht. Du könntest ja mit dem ganzen Equipment umziehen. Wohin denn? Da kann ich in ein anderes Zimmer. Könnte ich machen, dann müsstest du aber definitiv aufnehmen. Ja, kann ich machen. Aber nur, wenn wir jetzt keine Folgen mehr hätten oder so, ne? Naja, weil ich will ja Motorsportmensch auch vorproduzieren. Ich hab die ganze Woche jetzt vorproduziert. Ja. Muss ich noch 4 Wochen produzieren. Ach ja, wir kommen nur noch von Montag bis Freitag, weil Samstag, Sonntag dann immer ein kleineres Projekt kommt. Aber ich habe keine Zeit, 2 Projekte gleichzeitig zu machen. Und am Samstag, Sonntag kommt dann jetzt aktuell immer Dungeons & Dragons. Ab diese Woche. Ich glaube, das werden auch nur 15 Parts oder so. Geht ja immer eine halbe Stunde pro Part dann. Also länger. So gesehen hast du dann 4 Folgen. Ja, Länge, ja. So gesehen schon. Ja, und da kommen auch halt nur kleinere Spiele rein, also die unter 15 Stunden gehen. Die nur unter 15 Stunden gehen. Ja, ich meine, WoW geht wahrscheinlich so um die 200, 300 Stunden. Vielleicht sogar 1000 oder so. Ja, gucken, ob du noch dann die 2 Staffeln, vielleicht 3 Staffeln, wo Motorsport und Manager irgendwann einholst. Ja, aber ich werde das in verschiedene Staffeln ein. Ja, mach auch. Aber die musst du dann zusammen sehen als ein Projekt, weil da wird fortlaufend gezählt, nur dass du es übersichtlicher hast bei mir. Ja, bei mir ist ja genauso, weil ich habe 480 Folgen mit der ersten Staffel oder 450 Folgen mit der ersten Staffel und bin jetzt bei 240. Ja, ich denke, so um die 500 bis 1000 werden es auf jeden Fall. Also werden wir auch, ich glaube, das werden die längsten Projekte. Ja, wahrscheinlich. Ich bin am überlegen, entweder vom Motorsportmanager in die GT-Serie zu wechseln oder wieder zu Predator zurück. Na, muss ich gucken. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht aus. Ja, ist halt das Team. Predator ist halt das erste Team, was hat in Staffel 1 und die sind jetzt abgestiegen. Das ist nicht ohne mich. Sind so doof. Kamst du da hoch? Einfach mit einem Jetpack. Kann ich hoch, ich komm mit dem Jetpack. Bitte einsammeln! Ups. Ah. Sind die jetzt immun oder wett? Nein, wo bin ich? Ah. Immun oder wett? Bist du da unten? Ja. Ja, das Problem ist, ich habe einen anderen 21er gesehen. Ich habe jetzt auf die 21 geachtet, nicht auf deinen Namen. Ich weiß, weil die 21 auch die 21 ist. Ich bin die 21, es kann nur einen geben, ihr Schweine. Dann ist auch ein 21er. Super Adiz. Nee, der hat keinen super Namen. Super Aids. Super Aids. Oha, das muss echt starkes Aids sein. Tut mir leid, mein Beileid und so. Oh, gegen Decke geflogen. Wollte ich aufholen, fliege ich in die Decke. Ne, aber den Ding musst du dir noch angucken, den ich geschickt habe, den Teamspeak. Der geht auch nicht lang, 3 Minuten oder so. Kriegst du wohl hin. In der Zeit kann ich gucken. Du bist unsichtbar bei mir gewesen. Was? Was war mir unsichtbar? Ja, das ist, wenn wir Gebiete wechseln. Ich schieße auch gerade voll daneben. Bam, 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 bam. Na gut, dein Geist plant auf den Nessus Scan zuzugreifen, aber dazu benötigt er Failsafes Hilfe. Hey Team, ja. Ich weiß, wie wir Failsafe mit dem Nessus Scan verbinden und alle Daten ziehen können, die wir wollen. Helft mir einfach, diese Sender zu platzieren und ich werde es erklären. Und er wird es erklären? Der braucht unsere Charaktere nicht sprechen. Ja, die sind taubstumm oder so. Taubstumm? Ne, stumm nur, nicht taub. Ja,
Ja, die meisten Spiele machen das nicht, weil du musst dich ja dann mit dem Charakter noch besser identifizieren können. Bla bla bla. Oh. Mit diesen Sendern können wir Failsafe mit dem Nessus-Kern verbinden. Das hoch. Stell dir nur vor, wir haben einen Jackpot. Ich hab ein Jackpot, das nicht hochfliegt. Das ist ein proaktiver und schlauer Plan, freundlicher Geist. Freundlicher Geist. Ja, ja, immer diese negative hier. Ja, diese Datenkerne oder was das sind, müssen wir auch mal abgeben. Vielleicht haben wir dann da mal den Ruf zusammen. Den ganzen Rufbalken. Und das Halloween-Event von Destiny kann man auch nicht zeigen, weil dazu sind wir zu niedrig. Glaube ich. Ist aber nicht gut. Das sind die Umarmer da, das sind die Fake-Umarmer. Hier, Granate. Ding ist immun. Fake Umarmer. Aha, du stehst voll in der Granate, du Trottel. Der schießt auf mich. Lenk wieder ab. Aua! Ich bin in seiner Explosion gestorben. Das geht ja mal gar nicht. Also, den zeige ich an. Anzeige ist raus. Wow. Wow. Voll motiviert. Ich geb dich zur Flagge. Nö. Dann mach ich das. Ach nee, ist ja was anderes. Naja, deswegen hätten wir annehmen müssen. Oh, jetzt geht wieder Discord die ganze Zeit an mir. Es wird funktionieren, glaub mir. Du weißt doch, wie ich. Vergessen Discord auszuschalten. Für uns Hacke uns kenne. Ja! Diesmal bist du dran. Na toll. Ja. Bin ich? Ich weiß nicht, wo du bist. Ich komm nicht nach oben, ich komm nicht nach unten. Bleib da, ich platziere das letzte Signal. Jetzt da, ich bin schon runtergefallen. Schalte den Nessus-Camp frei. Wir müssen den Camp freischalten. Kommen Sie mit, Kevins. Ach ja, wir haben jetzt auch kein spezielles Video für Halloween, aber. Nee. Nee. Wollt mal gucken, was. Ja. Ich meine, das ist jetzt da, ne? Ja, das sind zwei Wörter erstmal eh ein langes Projekt. Mal gucken, was wir danach machen. Grünes Licht! Wahrscheinlich die Borderlands-Teile, die zwei. Vielleicht auch den dritten. Ja, wenn er bis dahin da ist. Wie, der ist doch schon draußen, oder? Er ist ein Spin-Off, der offizielle dritte, den gibt's auch nicht. So. Aber ich will die Spiele, wenn es geht, nicht umsonst gekauft haben, weil zwei haben wir ja gut gespielt schon. Ja, wir machen das. Teil 1 oder Teil 2 habe ich gerade eine Minute gespielt. Und ist schon über zwei Wochen her, dass ich das Spiel nicht mehr zurückgehen kann. Ja, ist ja gut, das machen wir schon noch. Das machen wir noch. Hier nach dem Projekt. Kennt der Dennis. Und nach diesem Projekt könnten wir mal gucken, ob wir dann Fallout machen, wenn es günstiger ist, für PlayStation mit nochmal holen oder so. Ja, dann vielleicht. Wenn es da lieber ist. Wenn es bis dahin einen privaten Server gibt, wahrscheinlich. Dann können wir auf einem privaten Server zu zweit spielen oder so. Ja, oder dann mit euch, wenn ihr wollt. Ja, genau. Lange nichts kostet, wenn der private Server. Nö. Kostet. Ich schlag dich, du schlägst mich. Ich schlag dein Arschgesicht. Ich fuß dir in den Schuß, genau. Wobei ich lieber auf dem PC spielen würde, weil nächstes Jahr dann noch Mod-Support kommt für die PC-Version. Ich weiß nicht, ob das auch für die Konsolen kommt. Das Problem ist aber, dass mein Rechner zurzeit immer mehr Probleme macht. Das sind eigentlich die einfachsten Spiele, wo eigentlich der. Alter, wir prügeln uns hier. Voll geil. Klingduell. Klingduell? Ich habe mit feinen Fäusten gekämpft. Oh, Beute. Nice. Hier, ich habe mit meinen Fäusten gekämpft. Ja, aber der hatte zwei Klingen. Ja, ich gehe auch, eine Pistole, mit dem Messer zu einer Schießerei. Manche schon, aber manche können es auch. Das stimmt. So richtige Ninjas. Hat der auch gemacht. Kiste. Der ist mit dem Messer zu einer Schießerei gegangen. Nur, dass ich gesagt habe, nö, schießen ist doof. Hey. Ach so, da waren. Okay. Halte den Nessus. Waren beim Event. Event? Keine Lust. Nö.
Der Stargate. Stargate. Ein anderes Stargate, das moderne Stargate. Können wir nicht durch. Der Kern ist offen. Mach dich bereit, Failsafe. Ich übe meine besten Vex-Interpretationen. Bitte lass sie mich nicht fangen, Captain. Mach es wie beim Hochseil. Verteidigen. Denk wir verbinde Failsafe mit Nessus. Das ist nicht ja, wir müssen da hoch. Ach ja, und sie hätte dich wahrscheinlich Captain gemacht. Sie meinte wahrscheinlich dich. Gibt's keine andere Möglichkeit. Du schaffst das, Failsafe. Captain Deutschland. Ich glaube an dich. Was? Wenn sie mich töten, wenn sie meine Hölle... Wenn ich deine oh, Hülle heimsuche. Nein, weißt du nicht. Nein, Mann. Muss ich hier durch? Offensichtlich muss ich da durch. Muss er da durch? Einfach da durch. Schweben. Stargate! Ah! Oder? Nein! Nein! Er fällt ja auch noch runter. Ich gebe ihm einen Motivationsschuss, den Kevin. Oh Mann, ey. Das ist bitter. Ja, das ist wirklich sehr bitter. Ich habe dich angeschossen, deswegen hab ich es nicht geschafft. Ja, ich habe dich danach angeschossen. Nicht schon wieder! Nein, nein! Einfach nur mit dem Fallschirm, mit dem Fallschirm, mit dem Jetpack. Hallo! Boing! Hallo, Baku! Hallo! Wir kennen jetzt was. Ich hacke. Ich bin mit dem Nessus-Kern verbunden. Wer greift den Stern an? Von unten, oder was? Die schießen von unten drunter durch. Cheater. Bitte stabilisiere ihn für mich. Ja, mach ich. Aua! Stabilisieren. Komm gleich runter. Hier, friss Granate. Danke, Captain. Jetzt eliminiere diese Kartenwürfel. Getroffen. Sie enthalten Sicherheitsprotokolle, die meine Fortschritte aufhalten. Die meine Fortschritte aufhalten. Ich wusste, dass es funktioniert. Die können mir auch helfen beim Schießen. Die Vex wehren sich. Das haben wir schon längst gemerkt. Zerstöre die Würfel, die sie erzeugen. Und jetzt müssen wir wieder runter. Oh, das geht von alleine. Ja, genau zum Gegner. Hi! Ja, das ist natürlich nicht so geil. Und ich will endlich mein Fahrzeug haben, ihr Schweine. Boom! Ich ging in Destiny 1 viel schneller. Keine Ahnung, ich hab Destiny 1 nicht gezockt. Ich nur kurz, aber trotzdem. Oh, boah! Wo ist der Gegner? Hier. Hi! Du musst die Würfel kaputt machen. Ich weiß, ich kümmere mich um Gegner. Hast du die Leute sehen das ja, wie du die kaputt machst. Ja, das stimmt. Ich wollte nur, dass du Bescheid weißt. Das ist der Würfelmassaker. Die neue Waffe ist so geil. Kann man draufdrücken und die schießt. Was, du kannst draufdrücken und dann schießt die? Das ist echt grad so doof. Was denn? Oh Mann, ey. Ja, da drückt man drauf und die schießt. Also, das ist halt ein schnell Automatikgewehr. Wow, Captain. Das ist ein ich bin tot. Haha, Karma. Was denn? Du hast gerade damit angefangen, so dumpfes Zeug zu reden. Alter, ich dachte, die stirbt, wenn du schießt oder so. Alter, was wollt ihr alle? Lasst mich. Oh, hi. Wahrscheinlich bist du in einem Brief. Hier ist noch so ein Ding zum Einsammeln. Oh, wo bist du? Gucken Sie, sehen Sie, kommen Sie. Mit der Sniper bist du nicht sehr. Was wollt ihr? Ich. Oh, ich mag diese Maschine. Die Waffe ist immer geil, damit komme ich auch klar. Die Waffe war geil, die ist jetzt nur noch schlecht, aber sie war mal geil. Ne, die ist. Ich habe ja nie gesagt, dass die gut schlecht ist. Nee, hab mir die ganze Zeit immer auf Einzelschuss draufgegangen. Ich kann das umschalten. Nur ich hab einfach mal länger gehalten. Gibt es was Neues? Ich hab doch schon kaputt gemacht. Warum seid ihr wieder da? Hier, frisst Granate. Nee, hab ich keine. Oh nein. Dann lauf ich halt zu euch. Knapp.